Orega, Orreni, On Demand, Giant, da! Willkommen zu Binding of Isaac Rebirth. Hat übrigens irgendeiner gerade gemerkt, was das hier war? Hä? Okay, vielleicht ROH-Fans werden es vielleicht wissen. Ich sag nur Moose. Aber gut. Binding of Isaac Rebirth. Wir sehen uns jetzt gerade hier, ne? Polaroid kommt immer näher. Aber ich denke mal, das ist das Polaroid. Okay, wir haben jetzt einen Run oder mehrere Runs natürlich mit Isaac gesehen. Wir haben Maggie gehabt und Kane. Jetzt ist es Zeit für einen weiteren Char, den ich ziemlich gut finde. Und zwar Judas. I report with my hands. Hallo? Komm schon, Judas? Hallo, Judas? Gut. Hat ein bisschen gebraucht gerade. Alles klar. Cellar One. Immer noch nicht Basement, hm? So, was haben wir hier im... okay. Spider Baby, Spider Revenge. Also jedes Mal, wenn wir treffen, generieren wir Spiders vielleicht? Werden wir sehen. Natürlich, die Stats sind genau gleich wie in Classic Isaac, sprich, wir haben nichts zu Beginn an Items. Wir haben keine Coins, keine Bomben und keine Keys. Wir haben nur einen Red Heart, aber dafür brauchen wir nur ein kleines HP ab. 0,1 reicht schon, um in Red Tiers zu gelangen. Das heißt, wir haben unglaublich viel Damage und wir fangen natürlich mit dem Book of Belial an. Und alleine, wenn wir es halten, zumindest war es in WOTL so, haben wir eine 45%ige Chance oder so für einen Devil Room auf dem Floor. Also wir müssen sich nicht einsetzen, alleine, dass wir das halten, reicht schon. Und natürlich müssen wir extrem vorsichtig spielen, da wir, wie gesagt, eben nur ein Red Heart haben momentan. Und auch Champion-Visionen können uns ja mit einem Hit killen. Das ist also keine Ausnahme. Und ich glaube, ich habe übrigens in den letzten 2-3 Parts jegliche Tinted Rocks übersehen. Ich muss ein bisschen mehr aufpassen, glaube ich, was das angeht. Paralysis. Dreckspille. Paralysiert nur einen selbst für einen kurzen Moment. Moment allerdings nur, zum Glück. Explosive. Oh Gott! Okay. Das hätte nochmal böse ausgehen können. Ist aber ein cooles Item, vor allem, also eine gute Pille. Vor allem, also man kann gut Damage machen gegen... Gegen Bosse. Ja genau, wenn wir getroffen werden, generieren wir Spiders. Sehr gut. Macht gut Damage gegen Bosse. War hier irgendwo ein Red Heart? Ja. Und zum anderen können wir eben auch ganz gut damit eben Secret Rooms oder Top Secret Rooms ausstöbern. Und ich glaube übrigens, der war hier links. Also hier oben direkt. Gut möglich. Ich glaube, es ist mittlerweile auch unmöglich. Also für mich war es immer unmöglich. Wenn man jetzt zum Beispiel im Raum spawnt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Cellar 2 bin und oben, unten, links oder rechts ist irgendwo der Secret Room. Dann hat man ja vorher noch so eine kleine Tür gesehen, die schnell zugegangen ist. Ich habe es nie gesehen, aber ich glaube, das wurde auch gefixt hier. Pin. Mhm. Pin for the win. Schauen wir mal, wie viel Schaden wir dem. Oh ja, okay, das ist ordentlich. Kollege Spider, kannst du ja mal angreifen. Dankeschön. Haben wir das auch nochmal gesehen. Vielleicht kann man sich ja mittlerweile auch so à la Don't Starve Webber irgendwie in eine Spinne verwandeln. Genügend Items dafür wären ja eigentlich da. Spider Butt. Spider Bite, glaube ich, war es. Und jetzt eben das Item auch noch. Sollten eigentlich genügend sein. Das, was wir übrigens gefunden haben, war Speedball und war scheiße. Bisschen Speed Up und ein Shot Speed Up. Da sagt der Giant einfach mal ganz höflich nein. Ganz höflich nein, sag mal erst. Genau so macht man das. Gut. Item Room haben wir auch direkt hier zu unserer Rechten. Aber erstmal müssen wir ja den Raum clearen. Ah, ich hätte direkt schon zu Beginn eigentlich Book of Belial ziehen müssen, damit es nicht so lange dauert, aber... Ist ja auch nur ein 3... Obwohl, können wir gar nicht. Never mind. Ist aber auch nur ein 3-Room-Charge. Das geht also. Können wir direkt... Ja, reicht sogar, glaube ich. Wenn ich den gerade getroffen habe. Aber ich glaube eher nicht. Okay. Das hätten wir. Und was hätten wir hier? Uja Board? Ja, Uja Board, genau. Spectral Tears. Okay. Wenn es nicht mehr so lange dauert, dass man hier Feuer und Pups ausschießt mit Spectral Tears, wäre das natürlich wunderbar. Ah, okay. Und hier haben wir Larry Jr. Sollte im Rahmen des Möglichen liegen. Den zu killen, vor allem mit Spectral Tears macht man sich das Ganze ja noch ein bisschen leichter dann auch. Und vor allem haben wir nicht relativ wenig Rocks hier in dem Fighting Room diesmal. Umso besserer. Na, 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 na.
Brav. Mach Platz. Sehr schön. HP ab. Jawohl. Soul Heart auch noch. Sehr gut. Und... Okay. Auf Babylon müsste... Ah, bei einem halben Red hat es es aktiviert. Okay. Schattimmt ja. Mal schauen, ob ich mir irgendwo noch Red Heart Damage machen kann. Das wäre natürlich wunderbar. Machen wir mal einen Full Clear. Wir können es uns ja leisten. Momentan. Hopefully. Weil wird aber irgendwie ein bisschen dunkler, habe ich so das Gefühl, ne? Mit der Zeit. Also je weiter man hier irgendwie in den Flur verbringt, oder es kommt mir gerade nur so vor. Ich habe so das Gefühl, das wird gerade dunkler. Okay, fast genügend Coins, um den Shop zu besuchen. Drei Stück bräuchten wir noch, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Also wir bekommen einen Nickel oder einen Quarter hier. Oder ein Dime, besser gesagt. Quarter wäre relativ unwahrscheinlich. Ah. Schade. Leider auch keine Möglichkeit, keine Arcade, um uns irgendwie noch Red Heart Damage zu machen. Weil dann hätten wir auf jeden Fall kontinuierlich, also wenn wir in Horror of Babylon Modus wären, dann wären wir auf jeden Fall kontinuierlich in... Oh ja, das geht wunderbar. Dann wären wir kontinuierlich in in Red Tears, das meinte ich. Und natürlich ist auch Horror of Babylon noch ein Speed-Up. Na, hier brauchen wir sonst nichts. Und Abi geht's. Abi geht's. Cellar? Ne, Quatsch. Case One, genau. Oder eben Depths. So, was haben wir hier? Telepathy for Dummies. Okay. Brauchen wir nicht. Ist Book of Belial auf jeden Fall um Längen besser. Aber damit hätten wir zumindest schon mal eine Library-Chance. Dafür, dadurch, dass wir das gerade jetzt hier mal schön angepackt haben, das Ding. Aber wir haben eigentlich schon das beste Buch im Game, außer es gibt noch ein paar neue. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch noch der Fall ist. Vielleicht gibt es ja noch ein paar, die useful sind. Book of Revelations habe ich ja schon freigespielt zum Beispiel. Das Anarchisten Schwanzbuch habe ich auch schon gesehen. Courtesy to Brei, was den Namen übrigens davon angeht, also das Anarchist Cookbook. Ah, mega fatty. Ach, wenigstens nicht Double Trouble. Aber der alleine ist schon relativ ekelhaft. Oder schwer, sagen wir es mal so. Okay, jetzt kommt der Onslaught, genau. Oder der Regen. Ja. Yep. Gut. Ja. Yeah. Okay. Also er zieht euch zu sich. Moment, das kommt vielleicht jetzt gleich. Na, noch nicht. Aber dann kommt eben dieser, sobald er das eben macht, kommt danach, jetzt genau, jetzt kommt sein Regen an Tears. Genau. Und dann kommt genau das. Die Monstro-Attacke quasi. Manchmal macht er das so schnell, das ist... Ich glaube, das kommt danach drauf an, wie viel HP er noch hat. Weil gerade hat er ja wenig gehabt und dann kam es relativ fix. HP ab, Tears ab und Shotspeed down, sehr gut. Wie ich schon mal, glaube ich, meinte, das Bissnap-Item. Okay. Interessant. Die Red Chest hat uns zum Devil Room. Die im Devil Room war, hat uns zum Devil Room gebeamt. Devil Roomception, würde ich mal sagen. So, mal schauen, ob wir eventuell noch auf noch einen Coin bekommen. Wir haben zumindest einiges an Spiders. Was ja auch nicht verkehrt ist. Keys sind außerdem auch nicht verkehrt. Aber doch, dauert doch schon ein bisschen länger, als wenn man keine Spectral Tears hat. Aber es geht zumindest schneller als in WOTL. Also mit Spectral Tears hier Poops ausschießen, das wollte ich sogar. Oh, was ist das denn? Blueprint für Bomben oder was? Bogo Bombs. 1 plus 1 equals Boom. Danke für die Info. Keine Ahnung. Wird sie uns noch erschließen? Vielleicht, wenn wir eine Bombe legen, kommt direkt noch eine for free oder so? Wer weiß. Wie gesagt, werden wir noch sehen. Interessant, was er da gerade geplant hat. Okay, das war knapp. Aber hat gewirkt. Immerhin. Das ist die Hauptsache. Wie ist egal, Hauptsache es. Oder, Bogobomb könnte auch sein, dass wir jetzt nur noch, wenn wir einen Bombendrop bekommen, keinen einzelnen Bombendrop mehr finden können, sondern nur noch 1 plus 1 free.
Das kann gut. Ja, sieht so aus. Sieht so aus. Das ist okay. Das ist okay, definitiv. Lass mal checken für ich bin auch doof. Ach was. Warte, lass mal checken für Secret Room. Ich denke mal in der Mitte, links oder rechts. Einer von den beiden Locations müsste es eigentlich sein. Schön, dass hier Spikes sind, von denen wir Schaden nehmen können, aber Envy nicht. Er hat sich schon was dabei gedacht, glaube ich, als er sich den Raum hier ausgesucht hat. Du bist mir einer, ne? Du bist ein ganz besonderes Kind. Alrighty light. Das wäre Hämatitis. Na gut. Anscheinend zieht es uns ein paar Health ab. Wir können wieder nach... Okay, hier können wir zumindest reinbomben. Mal schauen. Hier. Gut. Goody goody Gumdrops. Den Charge haben wir auch wieder ready dadurch. Sehr freundlich. Hätte aber auch besser sein können. Coins zum Beispiel, da mangelt es uns ja gerade dran. Ah. Okay, schauen wir mal, was es hier gibt. Mit ein halbes Red Heart wahrscheinlich, ne? Ah, nee, ging sogar. Nicht wirklich gut. Aber naja. Man kann und nicht alles haben, wie es so schön heißt. Ja komm, wenn wir schon mal gerade hier im Fieber sind, dann kann man ja mal schauen, was hier drin ist. Machen wir einfach mal, als ob es noch gehen würde. Gut, hat zumindest gereicht. Das war es definitiv nicht wert. Aber naja, man macht ja seine Erfahrungen. Was war hier? War, glaube ich, nichts mehr. Ja. Okay. Zumindest dadurch, dass wir eben zum Devil Room gebeamt wurden, durch die Red Chest, war das ja so, dass wir die Spiders nicht mehr bekämpfen mussten. Also insofern war die Red Chest, die uns zum selben Raum gebeamt hat, in dem wir waren, gar nicht mal so verkehrt. Der will auch nochmal mit ins Bild, so wie es aussieht. Na komm her. Komm her. Okay, das hat er ein bisschen zu wörtlich genommen, fast. So, rechts war noch irgendwo, glaube ich, ein kleiner Dingle-Kollege. Jawohl. Wird auch nochmal ein bisschen lieb gehabt, der Kollege. Na, zum Glück. Die sind ja eigentlich keine Gefahr. Also mit den Tiers, die sind die ganze Zeit hier wie eine Sprinkleranlage um sich rum spawnen. Kriegen wir aber hin. Health-technisch sieht es auch noch ganz okay aus. Und da bereue ich es definitiv schon, dass ich hier Whore of Babylon mitgenommen habe. Allerdings bisher, da wir es momentan noch nicht aus den Vollen schöpfen könnten, was das angeht. Explosive Diarrhea. Nehmen wir doch einfach mal hier und gucken mal, ob das was bringt. Oh, das, da nehmen wir schnell Damage von. Ja, leider. Bisschen zu spät gesehen. Und das ist Tears Up. Sehr gut. Vorbildlichst. So viel zum Thema, ne? HP sieht gut aus. Mittlerweile nicht mehr. War nur eine Frage der Zeit. So, Bämpchen. Dann nehmen wir das nochmal mit hier. Dann schauen wir mal, ob wir es vielleicht doch nochmal gewieft einsetzen können. Oder clever. Okay, da sollte ich ein bisschen Abstand von halten, weil die explodieren, wenn man sie killt. Alles klar. Gut. Schauen wir mal, was wir hier haben. Lil Haunt, fear him. Ah, ich glaube, der geht zu Gegnern und dann, ja, feiert er sie. Genauso wie es da steht. Oder er fünft sie vielleicht sogar manchmal. Verdammt schlecht. Dankeschön. Darauf ziele ich ja auch jedes Mal ab. Ja, das ist, glaube ich, bekannt. Knocker jetzt. Mach mal hier halblang, so. Genau, wenn die eben so lila werden, dann weiß man eben, okay, er hat gerade zugeschlagen, unser Haunted Baby. Oder Little Haunt. Ziemlich viele Familias, die mittlerweile hier in Rebirth mit dazugekommen sind, muss ich sagen. Aha. Gut. Komm. Lassen sich teilweise viel zu lange bitten für meinen Geschmack übrigens. Ah ja, genau. Gefiert und deswegen konnte er gerade nicht schießen. Sehr gut, Lil Haunt. Ah! Goddammit. Aber ja, lange keine Spider mehr gesehen übrigens. Fällt mir gerade auf.
Also die wir spawnen natürlich. Umso besser. Das heißt, das Dodgen lief einigermaßen. Husk. Ah, mit Explosive Diarrhea. Moment. Das versuchen wir doch direkt mal hier. Ah, gar nicht so gut, aber okay. Weil wir ein bisschen zu viel Schaden genommen haben. Aber immerhin haben wir einen Devil Room. Was ist das denn? Dark Matter. Oh, 4-Shot. Sehr cool. Sehr schön auch gezeichnet übrigens. Okay. Ja, Range ist ganz okay, die wir momentan haben. Kurz warten. Genau. Und schauen wir mal, ob wir noch irgendwas finden können hier auf dem Floor. Wäre ja nicht verkehrt. Ah! Okay. Sehr gut. Ah, und sogar durch Luck hier den Secret Room gefunden. Nehme ich natürlich gerne an mich, auch wenn es nicht wirklich viel ist, was hier drin ist. Aber immerhin ist es etwas. Also beklage ich mich schon mal nicht. In der Hinsicht. Gut. Also mit Explosive Diarrhea übrigens zu arbeiten, das erfordert schon ziemlich viel Übersicht. Sowohl in kleinen als auch in großen Räumen natürlich. Und in geschlossenen sowieso. Das war close. Gut. Dann hätten wir hier alles geklärt. Das heißt, wir können uns aufmachen zum nächsten Floor. War es jetzt 1 oder 2? Catacombs 2, alles klar. Dann haben wir jetzt Depths. Müssen jetzt kommen. Oder Necropolis. Je nachdem, auf was das Game mehr Bock hat. Und was hat Bock? Auf Depths. Gut. Kann ich mitleben, definitiv. Ah, stimmt, wir haben ja Spectral Tears. Dann können wir das Ganze uns ja ein bisschen leichter machen. You can run, but you cannot hide. Mr. Jekyll. Ja, und er ist gevier oder gefünft und konnte, glaube ich, währenddessen keine Bomben legen. Little Haunt macht ja auch gerade nochmal schön. Macht ihm auch gerade nochmal ein bisschen Angst. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, dieses Bomben-Item ist wirklich gar nicht schlecht. Dass wir eben bei jedem Bombendrop nur noch... Also können wir anscheinend wirklich nur noch 2 Bomben finden, anstatt nur eine. Finde ich gut. Außer vielleicht man hat Pyro, dann braucht man das ja nicht mehr, aber... Das ist ja wieder eine andere Geschichte dann. Ja, renn, versuch ruhig wegzurennen. Ja, genau, sehr gut. Sehr gut. Zeig mir dein Hirn! Oh mein Gott, da kriegen wir nochmal ordentlich was an Bomben ab. Also nicht nur Drops, sondern auch Pickups sind von dem Item betroffen, das wir hier im Item Room gefunden haben. Oder käuflich erworben haben, besser gesagt. Hart erarbeitet. Wäre eine andere Möglichkeit, das auszudrücken. So, Champion-Version. Sollte eigentlich einen Coin droppen. Oder das. Da kommen wir, glaube ich, ran, ne? Da kommen wir nicht ran, ne? Sieht aber ein bisschen so aus, ne? Der macht sich ein bisschen zu breit irgendwie für seinen Geschmack. Apropos Pyro. Okay. So viel zu dem Item, was wir im Item Room uns gekauft haben. Aber naja. Man kann ja nie genügend Bomben haben. Also mittlerweile können wir definitiv nicht mehr haben. Genug haben wir auf jeden Fall. So. Sehr schön auch noch gefiert. Hast du gut gemacht, Little Haunt. Und auch meine Haunting Tears oder 4 Tears. Gut. Good. Ich hoffe ja immer noch, dass wir irgendwie Brimstone oder so finden, weil ich glaube, wenn das. Ich denke mal, dass es synergiert mit unserem Item, was wir hier haben, mit diesen 4 Shots. Ich glaube, das könnte dann mal lustig werden. Wenn wir wirklich Brimstone 4 dann haben, das wäre geil. Irgendwie die Range ist irgendwie ziemlich niedrig, habe ich so das Gefühl. Ah, naja. Oh Gott! Oh Gott! Gut. Wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, dann klappt es sogar einigermaßen mit dem Dodgen. So, was haben wir hier? Krampus! Oh, bitte Krampus Head! Ist zwar schwer, dann Tschüss zum Book of Belial zu sagen, aber das Item ist so geil, Krampus Head. Vor allem, weil wir auch nicht viel Range haben momentan, weil das... Umso besser. Ah, schade, Love of Coal. Aber naja.
Vielleicht falten wir ihn ja nochmal. Und bekommen es dann. In meinem Maggie-Run, den ich gemacht habe, habe ich ja eben Krampus Head gefunden und das ist schon lustig, das Item. Das ist richtig geil. Mir gefällt's. Schade. Okay, hier in der Mitte könnte es dann auch nochmal gleich sein. Ne, hier wollte ich ja schauen, ich Vollidiot. Ich. Aber ist nicht so, dass wir ja keine Bomben hätten. Okay. Apropos keine Bomben. Shop haben wir noch nicht gesehen. Oder was war das für ein Raum da links oben? Lass mal kurz sehen, denn nicht, dass ich mich wieder hier blamiere. Ich meine, wir brauchen sowieso noch Coins, deswegen wollte ich hier, habe ich in Erwägung gezogen nochmal. Oh, für das Item, das ich nicht kenne, auf jeden Fall. Aber ja, deswegen habe ich nochmal in Erwägung gezogen, eben hier durchzuschauen. Also nochmal nach einem Coin zu suchen. Einen hätten wir ja schon mal hier, aber irgendwie kommen wir ja nicht ran. Weil er sich dicker macht, als er eigentlich ist. Mach dich mal nicht dicker, als du bist, mein Liebchen. Okay, zum Glück haben wir die alle hier gefünft. Are you too scared? Aber schönes Theme mittlerweile auch schon für den Run. Also 4 Tiers und dann eben auch Little Horned. Das passt schon. Okay. War ein bisschen schwer, den auszumachen, unseren Little Horned von den anderen Kollegen. Aber hat geklappt. Ah, leider triggern wir da die Fly, aber das war kein Problem. Ja, bleib ruhig mal bei deinen Artgenossen. Das ist, glaube ich, gesünder. Sowohl für meine Hitpoints als auch für deine. Okay, das hatten wir schon mal. Soul Heart, nice. Sehr gut. Secret Room haben wir schon ausfindig gemacht, natürlich. Das heißt, danach müssen wir eigentlich rein theoretisch nicht mehr suchen. So. Na komm. Gib mir mal deine Leber. Sehr gut. Und ein Eternal Heart sogar. Kein Interesse. Und hier hätten wir... Okay, ein Dingle Room. Nur einer? Ich meine, so einen Raum hatten wir ja gerade eben auch. Da muss da eigentlich noch mehr sein, oder nicht? Sieht aber nicht so aus. Na, komm. Okay. Sehr gut. Denk noch ein bisschen Asche. Wunderbar, jetzt haben wir sogar auch genügend Coins, um mal zu schauen, was das letzten Endes für ein Item ist, was sich da im Item Room breit gemacht hat. War auch der letzte Room, also die letzte Möglichkeit eben hier, nochmal an einen Coin zu kommen, der uns gefehlt hat. Ah, Moment, das nehmen wir uns auch noch. Soll ja alles seine Richtigkeit haben. Und dann lass mal schauen hier, Game, was du mir da vorbereitet hast. Halt, das war nicht der richtige Weg, sondern hier lang. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, alles geklärt, so wie es ausschaut. So. War das hier? 1 plus 1 free forever. Schon wieder? Aber von was ist da wieder die Frage? Also es war ja ein Humbling-Bundle oder wie es gerade hieß? War hier noch was? Nee. Gut, ich bleibe auf jeden Fall beim Book of Belial, so viel ist schon mal klar. Und jetzt haben wir was, aber Necropolis wahrscheinlich, ne? Depth 2, okay. Kann ich mit leben. Das Eternal Heart haben wir ebenfalls gerade noch frisch in die Ebene gebracht. Alrighty light. Das müssen, glaube ich, 2 Red Hearts auf einmal sein. Ah, warum nicht? Da generieren wir auch direkt noch ein paar Spiders damit. Was ist es? The Fool, ne? Gibt Besseres, durchaus. Auch von deiner Sorte, glaube ich. Oh Gott, das ging schnell. Alles klar. Okay, gut. Keine weiteren Fragen mehr. Na, Intellekt hat natürlich sowieso Angst vor mir und vor allem vor meinen Witzen. Deswegen haben die Brains sich gerade mal gedacht, nee, in die Nähe vom Giant will ich definitiv nicht kommen, da habe ich Angst vor. Der weiß gar nicht, wie man mich einsetzt. Korrekt. Gut, ein Item Room haben wir hier noch.
Und den werde ich definitiv ausfindig machen. Bin mir ziemlich sicher. Schau mal hier rechts, wobei ich nicht glaube, dass er da ist. Shop wäre... Ja, brauchen wir eigentlich nicht zu suchen, weil wir haben sowieso 0 Coins. Von daher würde das keinen Sinn machen. Außer also natürlich Diamond, Nickel. Falls wir den auch finden sollten, dann ist es eine andere Geschichte. Aber das bezweifle ich mal. Ja, okay. Ich fast wieder hier einen groben Schnitzer gemacht. Das ist ebenfalls... das ist der falsche Weg. Um den Satz hier natürlich zu Ende zu bringen noch. Das bin ich ja der deutschen Grammatik schuldig. Kein Problem, der Raum. Jawohl. Nehmen wir auch noch an uns. Wir haben zwar schon das Maximum, aber Wayne... Oh, Last. Das heißt eventuell Poison Touch, wenn er gebefreudig ist heute. Ja, genau. Renn mal weg. Weil ich habe definitiv keine Lust auf dich. Paralysis brauchen wir nicht. Fool und was war's mit Schischen? Ja, dann lieber der Fool. Oder mit Schischen? Bin noch unschlüssig. Und weiterhin meine Beschwerde übrigens hier in dem Fall an Edmund McMullen. Den Charakter Schlosser gibt's immer noch nicht. Genauso wenig wie den Charakter Bombay, oder wie auch immer man ihn nennen möchte. Also der direkt mit Pyro anfängt. Und Schlosser wäre logischerweise der eben mit Skeleton Key anfängt. Oh, das ist das neue Item, das wir sogar freigeschaltet haben. Dieses komische Cement-Dings. Rubber Cement. Bouncing Tears? Bouncing. Ah, okay. Das ist natürlich cool. Alles klar. Ob wir das auch genauso einsetzen können, das wird ein anderer. Aber okay, es bounced auch von Gegnern ab. Good. Okay. Und was haben wir hier? Die Icons sieht man irgendwie so schwer. Okay, das war das. Ja, da haben wir sogar die Battery. Die wäre gar nicht schlecht. Also die haben sie echt gebufft, definitiv. Well, Blackheart, fast übersehen. Maximal pigmentiertes Hart, sorry. Oh, hier können wir vielleicht die Bouncing Tears. Haben leider nicht ganz gereicht. Oder funktioniert. Wie ich das gerade wollte. Okay, haben wir sogar... Das ist, irgendwie kommt mir der Floor klein vor. Okay, soll mir recht sein. Jetzt haben wir zumindest direkt schon... Ist es 2? Ja, ne? Ja, Depths 2. Depths 2. Das heißt Momfight. Incoming. Schauen wir mal. Here goes nothing. Direkt mal Book of Belial rausgeholt. Red Mom Fight. Sollte keine Gegner spawnen. Genau so sieht's auch aus. Ah, okay. Da habe ich den Schatten gerade relativ spät gesehen. Und sogar gefeiert. Was vielleicht gar nicht mal so gut ist. Aha. Gut. Na komm. Achso, die war gefiert, deswegen hat es gerade so lange gedauert, bis sie wieder angegriffen hat. Macht Sinn. Ja, gegen Mom ist es gar nicht mal so gut, aber naja. Ah, okay, wir haben den Devil Room. Dead Cat. Nee. Wir haben keine weiteren Guppy-Items und meine HP sind mir dann doch ein bisschen zu lieb. Damage und Range Up. Oh ja, oh mein Gott, das sieht cool aus. Hat ein bisschen was von einem Tennisball auch hier, wenn die so rot sind. Sehr geil. Wir haben auch relativ selten bisher im LP Curse of Darkness gesehen, ne? Ich glaube bisher noch gar nicht. Das wurde ja auch nochmal verändert. Also es ist dann quasi so, dass man eben, dass die Räume relativ dunkel sind alle. Die Map sieht man noch komplett, nur dass eben, wie gesagt, die Räume verdunkelt sind. Finde ich aber auch besser. Also es ist besser als... Also eben, dafür gibt es ja die Pille Amnesia. Dass man eben... Das ist dann quasi eben dieses, DOTL Curse of Darkness. Dass man eben die Karte dann nicht sieht. Verbreite Angst und Schrecken, little Baby. Tears haben, jawoll. Genauso will ich das sehen. Wir können ja The Fool einsetzen, falls wir hier was haben. Spades, gerne. Und was haben wir hier noch?
Okay, kann ich nicht gebrauchen, aber okay. Wir haben es ja quasi for free bekommen, in dem Kontext. Ach, Spit. Spawn direkt in mir, das ist eine sehr gute Idee. Ah! Okay, Explosive Diarrhea. Ist nice, definitiv. Aber das kriegen wir auch so hin. Und da hinten noch ein X11-Room wieder. Wurde aber reingedodged übrigens von meiner Stelle. Da schon mal ein bisschen Props an mich. Nicht wirklich. Ach, komm schon. Das kannst du doch besser, Giant. Das kannst du doch besser. Das sind wir doch eigentlich normalerweise nicht von dir gewohnt. Ja, doch, eigentlich genau das. Trickled. Tickled? Was? Irgendein Charge auf jeden Fall. Range down. Das ist schlecht. Aber gut. Umso mehr. Da war umso mehr eine Herausforderung für mich. Okay, das ist easy. Und der Kollege da oben auch. Einfach hier in die Spikes reinfräsen. Und dann hat sich die Sache schon wumpern. Ja, kein XL-Floor. Damit haben wir auf jeden Fall noch eine Chance. Ganz knappe Scheiße. Für einen. Oder auf einen. Komm schon. Auf einen Devil Room. Ja, ich nehme schon mal das Ding da hinten am besten. Das fühle ich mich gerade sicherer. Und schauen wir mal. Einen XL Room haben wir ja, wie gesagt, hier auf jeden Fall noch. Mindestens. Ja, lass mir noch mal ein bisschen Zeit mit dem. Dankeschön dafür. Oh, so einer, ne? Aber gut, wir haben ja genügend Damage. So, dass wir, auf das wir die relativ schnell killen können. Die Kindsköpfe hier. Okay. Kobe! Nochmal ein XL-Room, mein Gott. Aber okay, mit den Kollegen geht das. Die Kollegen sind kein Problem. Einfach nicht zu nah an die rangehen, denn falls ihr das macht, dann kommen sie eben ganz schnell zu euch. Dreckstrinket übrigens, weiterhin. Genau derselbe Effekt wie in WOTL. Und gerade mit Blue Baby tödlich. Gibt zwar ganz gut Invincibility, vor allem mit, wenn man eben noch Dingens hat, Scapula, aber macht's nicht. Das ist einfach scheiße, das Trinket. Okay, das war ein kurzer Gastauftritt. Ja, wir haben eigentlich genügend Ressourcen, sodass wir uns das hier leisten können. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann haben wir das auch schon mal voll geklärt. Sorry, dass ich gerade hier wieder den Dings eingemischt. Ah Gott. Moment. Zack. So, weiter geht's. Typisch J-Downloader. Aber zumindest pausiert sich das Game dann direkt. Weil man eben nicht mehr im Screen ist. Death. Okay. Sollten wir mit Book of Belial relativ schnell hinter uns bringen. Hopefully. Gefiert ist er auch. Gott, das ging relativ zackig. Oh, sein Schaukelpferd, das hätten wir auch. Dann haben wir hier den Ball of Bandages. Und was haben wir hier? Guppies Hairball. Nee. Das ist übrigens bei der Challenge, wenn ihr eben Guppy geworden seid, dann habt ihr eben die Challenge Cat Got Your Tongue. Habe ich in einem der letzten LPs gesagt. Und ihr könnt nicht angreifen und ihr habt nur Guppies Hairball, mit dem ihr angreift. Genau. Guppies Hairball war es, glaube ich, gerade, ne? Mit dem ihr angreifen könnt. Also. Es ist eine scheiß Challenge, definitiv. Nehmen wir einfach mal das hier mit. Oder? Ne, ich nehme den Fischhead mit. Genau. Sei kein Fisch. Nehmen wir uns natürlich mit. Von daher. Und dann gucken wir mal, ob der Kollege eventuell auch noch gebefreudig ist. Weil Kohle brauchen wir ja momentan eigentlich nicht. Wir haben ja nicht Money equals Power. Mhm, okay. Was haben wir denn? Die Explosive Diarrhea direkt. Gut. Die sehe ich heute auch nicht zum ersten Mal. Das wäre Empress. Ja, bringt auf jeden Fall mehr. Moment.
Whore of Babylon-Effekt quasi. Und solange wir nicht zu viel Schaden nehmen im Marm-Fight oder im Idlifs-Fight, sollten wir die Karte auf jeden Fall auch gebrauchen können. Ich meine, wir haben zwar Whore of Babylon, aber wie gesagt, solange wir nicht zu viel Schaden nehmen, sollte es dazu nicht kommen. Oh, und dann haben wir auch gefeiert, ne, Larry? Das ist hart. Das ist ein hartes Leben, was du gerade hier vor dir hast. Da wollte es mir gerade mal heimzahlen, anscheinend. Aha. Gut. Gut, 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 gut. Goodie, goodie, Gumdrops. Okay, solange der da oben nicht komplett durchdreht, was Tiers angeht. Ah, haben wir den Raum anscheinend ohne Damage zu nehmen überstanden? Ich bin beeindruckt. Ich bin durchaus beeindruckt. Weil das kommt normalerweise nicht häufig vor, dass sowas passiert. Bababam. Gefiert, das ist wunderbar. Jawohl. Gut. Ah, dieses Vier ist echt cool. Kann ich mich nicht beklagen, definitiv nicht. Und dann auch noch mit so viel Schaden? Läuft. Und noch ein bisschen mehr AP, dann fühle ich mich auch einigermaßen sicher. Wow! Der hat einen... Oh Gott. Der war verdammt schnell unterwegs gerade. Holy spit. Ja, jetzt kommt das mit dem Schaden. Schaden nehmen wieder. Sieht aber nach einem ganz... nach dem richtigen Weg aus. Für mein ungeschultes Auge. Ach, komm schon. Ich. Jawohl. Sehr gut. Wunderbar. Ah, das ist schon... Okay. War zwar der falsche Weg, aber das ist interessant. Vielleicht kriegen wir ja ein bisschen was, was wir gebrauchen könnten. Zum Beispiel das. Gib mir! Ach, komm schon. War mein Steam. Okay. Immer noch. Aber gut zu wissen, dass man wichtig ist. Okay. Können wir mal ein bisschen hier Tennis mit uns selber spielen quasi. Gegen die Wand einfach die ganze Zeit hier. Na komm. Ja, noch mehr Red Hearts oder wie? Oh ja, sehr gut. Ich beschwere mich nicht. Mach ruhig weiter so. Oh mein Gott. Ah ja, das war, okay. Ja, das war dieses, was wir gefunden haben. Double Forever. Nur anscheinend nicht für Red Hearts. Das scheint da anscheinend nicht zu gelten. Also ist es doppelt alles forever? Weiß ich nicht. Also anscheinend nicht, weil wie gesagt, Red Hearts sind ja anscheinend davon nicht betroffen, aber alles andere. Stimmt, Coins waren ja bisher auch immer doppelt, habe ich gar nicht drauf geachtet. Stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Auch jetzt gibt mir nochmal Skatoul, mein Gott. Ist doch nicht zu viel verlangt. Haben wir irgendwo einen Devil-Bagger? Oder Demon-Bagger, je nachdem, wie man ihn nennen möchte. Ja, endlich, Skatoul, da haben wir es doch. Sehr gut, Flylove. Aber hallo. Also, falls wir noch hier Schaden nehmen sollten, also zu viel auf dem Floor, haben wir ja mehr als genügend Red Hearts da rumliegen. So ist es also nicht. Aber trotzdem sollte man das natürlich vermeiden, denn wir haben immer noch einen Soul Heart. Und das zu verlieren wäre trotzdem auf jeden Fall hart. Auch für meine Seele, ja. Oh, sehr schön gefeiert. Sehr schön. Mhm. Alrighty light. Nullo problemos. Irgendwie erinnert mich der Soundfall an Slender. Ich weiß auch nicht warum. Ah, aha, aha, aha. I like it. Okay, Boss Room. Mal schauen, vielleicht haben wir hier einen Tinted Rock. Haben wir leider nicht. Aber zumindest haben wir das hier alles. Nee, das wollte ich nicht. Aber vielleicht gibt es da auch immer noch Soul Hearts drunter. Weiß ich nicht. It lives! Leider. Da kann ich ja auch nichts für. Oh man, Empress direkt mal einsetzen. Direkt noch mehr Damage. Oh baby, oh baby, oh baby. Mm, oh yeah.
You like the damage. Mmm, baby. Was ist los? Oh, hat sogar was gespawnt, aber wir sind quasi in Repeated Bomb Form und das kann ich auch gar nicht aufgefallen, dass wir Damage genommen haben, aber alles safe. So, okay, das ist weiterhin Trapdoor leider. AKA, das haben sie noch nicht gefixt. Jo, Sheol. Denn ich glaube, mit Judas habe ich Sheol noch nicht completed. Abgesehen davon haben wir nur 3 Red Hearts. Gut, wir haben Fly Love, was eben natürlich perfekt wäre gegen. Nur ob wir den eben auch so weit kommen, ist die Frage. Ich glaube nämlich nicht. Wobei es damage-technisch, wie gesagt, eigentlich ganz okay ist. Oh Gott, das ist auch ein geiler Raum. Oh, fucking shit. So ein Raum muss nicht sein. Lieber Edmund Macmillan, muss nicht sein. Definitiv nicht. Also zumindest sieht man jetzt damit auf jeden Fall auch, dass Sheol und, also hat man ja auch in den letzten beiden Episoden gesehen, dass Sheol und Cathedral, wobei ich Cathedral bisher noch nicht einmal aufgesucht habe, auch nicht privat, definitiv mindestens gleich schwer sind. Also immerhin wissen wir das schon mal. Aber ja, das war ein weiterer Run. Binding of Isaac Rebirth. Und ja, Polaroid wird langsam auf jeden Fall flüssig. Übrigens macht es ja auch mehr Sinn, Shale zu machen, weil wir ja sowieso auch gar nicht in die Chest kommen ohne Polaroid Invincibility. Oder ohne Polaroid, besser gesagt. Also bin ich gar nicht mal so doof, wie ich eigentlich gerade jetzt dachte. Okay, das war zumindest ein weiterer Run. Binding of Isaac Rebirth. Der erste Run mit... Rebirth. Mit Judas. Im nächsten Run heißt es dann... Und dann Eve und dann, ja, gut. Wollen wir mal nicht darüber reden, sondern schauen wir erstmal positiv in die Zukunft und freuen uns, dass der nächste Run auf jeden Fall mit vonstatten gehen wird. Ich hoffe, der Run hat euch gefallen, auch wenn es am Ende dann doch ein bisschen abrupt geendet ist. Aber ja, wir haben ein paar neue Items gefunden und ein paar sehr gute Items. Also wie gesagt, dieses 4 Baby und 4 Shots ist eine sehr gute Kombo, definitiv. Aber das war's für den heutigen Run und dann sehen wir uns beim nächsten Run, wenn ihr den wollt. Wieder, liebe Freunde.